Hallo meine Lieben, ich zeige euch heute ein kleines Craft-Update. Und zwar habe ich für eine Kollegin zum Abschied eine Box gemacht. Und ich hoffe, das geht so. Ich mache das heute mal ja ganz anders als sonst, damit ich es von der Seite filmen kann. Und hoffe, ihr seht es ordentlich und hört mich ordentlich. Die Kollegin geht auf die AIDA. Und wird da zukünftig arbeiten. Und da habe ich gedacht, ich mache so eine kleine Box. Habe außen mit Buchstaben AIDA drauf. Und auf den drei Seiten toi toi toi. Für den neuen Job. Und habe die Box dann mit einem Schiff gemacht. Also mit der AIDA. Zeichnen ist nicht meine Stärke. Und habe hier Papier, wirklich auch so ein Wasserpapier genommen. Das habe ich bei der Scrapbook-Werkstatt bestellt. So, das Schiff muss da dran bleiben. Also ich habe die Rückwand mit dem Schiff zusammen befestigt. Das Schiff hat hier innen drin, ich weiß nicht, ob man das sieht, auch noch so eine kleine Holzplattform. Und ein bisschen Wimpel dran. Und hier an den Seiten habe ich einmal einen Spruch gemacht und einmal die Größe. Ja, das war es schon mit der Box. Die Wellen, da habe ich auch dieses Papier ausgeschnitten und habe es einfach nur so in Wellenform aufgebracht. Und außen dran, erst wollte ich so eine Form von einem Koffer machen, aber das hat irgendwie, ja, das hätte mir zu lange gedauert und da habe ich gedacht, ich mache so eine ganz einfache Box. Und dann bekommt sie noch eine Survival-Box dazu. So, mal die Box mal runter. So, da habe ich so eine kleine Kiste genommen. Habe die ein bisschen mit Geschenkpapier umwickelt. Außen drauf wieder mit den gestanzten Buchstaben Survival Box draufgeschrieben. Das Verpacken hier war auch nicht so meine Stärke. Ich habe nicht daran gedacht, dass ich noch Löcher reinmachen muss für die Flaschen. Ja, aber die Geste zählt. So. Dann habe ich hier gegen Heimweh eine Schokolade gemacht. Das habe ich nicht selbst gemacht, das habe ich aus meiner Box von meinen Swaplausch-Sachen genommen. Das war gegen Freudentränen eigentlich. Und da habe ich drauf geschrieben, zum Winken. Also ein Taschentuch zum Winken, weiß es. Dann habe ich ein Notizbuch, was sie als Logbuch nehmen kann, also als Tagebuch. Habe hier noch so eine ganz kleine Kiste mit Tic Tacs gemacht. Gegen Seekrankheit. Und hier habe ich ein Tuch eingepackt. Gegen den Seewind. Also es soll bloß so eine, ja, auch so, ein kleiner, so eine kleine witzige Sache sein. Wenn ihr das Tuch nicht gefällt, ist es nicht ganz so schlimm. Und ich fand die Idee ganz gut. Dann kommt das wieder zusammen. Das muss wenigstens morgen noch mal schick aussehen. Halbwegs. So. Wie gesagt, also schön ist was anderes. Hier ist auch so eine Ecke, wo noch kein Geschenkpapier ist, aber der Wille zählt. Dann die Kalender, die ich derzeit mache, kriegt sie einen mit dazu. Da sind dann so die 12 Monate drin. Da kommt demnächst mal ein Video von mir. Hier habe ich das ganze Designpapier von Kleine Göre genommen mit dieser Silvesterdatei, mit diesem zerkrinkelten Papier. Und dann bekommt sie noch neues Jahr, neues Glück, diese Rakete mit. Und ja. Die hat mich irgendwie beim Sammeln vergessen und deswegen habe ich gedacht, mache ich ein bisschen was alleine. Das war jetzt so später noch was zu geben und ja,
finde die Idee ganz gut. Und wenn ihr wollt, wenn euch das interessiert, auch mit dem Schiff, kann ich zu der Box gerne Anleitung machen. Müsst ihr mir nur in die Kommentare setzen. Und das war's auch schon. Bis dann. Tschüss.